Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die von der AfD geforderte Aufhebung aller Maßnahmen wird seitens der Landesregierung leider gänzlich ignoriert. Dabei muss doch selbst die Landesregierung mittlerweile gelernt haben, dass die Maßnahmen, die sie erlässt, weitestgehend nur noch pures Schaulaufen sind. Und Eigenverantwortung, Herr Pürsün, hat die AfD hier vorne am Pult ständig gefordert. Kann man nachschauen in den Reden. Wie völlig katastrophal die Politik der Landesregierung in die jungen Generationen abstrahlt, durfte ich heute Morgen auf dem Weg zum Landtag erleben. Es ist erschreckend, wenn man Lehrer mit ihrer Schulklasse über die Straße gehen sieht und kleine Kinder an der frischen Luft eine Maske tragen. Ganz ehrlich, mich macht das unglaublich wütend, wie Ihre völlig verfehlte Politik bei den Kleinsten und Schwächsten unserer Gesellschaft, also bei Kindern, zu einem erzieherischen Effekt führt, der falscher nicht sein kann. Kinder müssen an der frischen Luft garantiert keine Masken tragen, meine Damen und Herren. Wir sind wohl die einzige Gesellschaft weltweit, welche ihre Kinder körperlichen Schäden zumutet, damit die Älteren angeblich geschützt werden. Das hört ja mit den Masken nicht auf. Es führt weiter über Impfungen, Sie haben es eben selbst gesagt, mit teilweise schwersten Nebenwirkungen, welche unsere Kinder über sich ergehen lassen sollen. Diese unglaublichen Vorgänge führen hoffentlich dazu, dass Sie für Ihre Handlungen zur Verantwortung gezogen werden. Denn in der Art und Weise, wie Sie Fakten verdrehen und negieren, sage ich hier erneut, Sie versündigen sich an unserer jungen Generation und setzen deren gesundheitliche Zukunft völlig gewissenlos aufs Spiel. An Ihrer Stelle würde ich mich für diese Politik in Grund und Boden schämen. Wir als Alternative für Deutschland werden diese Thematik auch immer wieder ansprechen, weil wir als AfD unserer Verantwortung gerecht werden und die Schwächsten der Gesellschaft schützen und nicht deren Gesundheit gefährden. Sorgen Sie dafür, dass Impfungen für Kinder verboten werden und Lehrer dazu angehalten, dass Kinder keine Masken zu tragen brauchen und schon gar nicht an der frischen Luft. Was Sie zur Kenntnis nehmen müssen und auch zur Kenntnis nehmen werden, SARS-CoV-2, Herr Bellino, Sie werden die Wahrheit noch erleben, und Sie werden sich dafür verantworten. Was Sie zur Kenntnis nehmen müssen und auch zur Kenntnis nehmen werden, SARS-CoV-2 wird zu unserem Alltag in den kommenden Jahren gehören, und daran werden keine Verordnungen und auch keine Impfungen mehr etwas verändern. Während Sie sich aber auf SARS-CoV-2 konzentrieren, gibt es eine Vielzahl weiterer Infektionskrankheiten, über die kaum noch gesprochen wird. Jährlich infizieren sich mindestens 400.000 bis 600.000 Menschen mit Krankenhauskeimen. Gerade mRSA stellt ein erhebliches Problem dar. Die AfD hatte dazu bereits einen Antrag gestellt, welcher von Ihnen allen leider abgelehnt wurde. Und damit ignorieren Sie schlicht bis zu 20.000 Todesfälle im Jahr. Das zum Thema Abstimmungsverhalten hier im Plenum. Währenddessen Sie grundsätzlich jeden Antrag von uns ablehnen, denken wir sehr genau nach, wie wir abzustimmen haben. Der Schutz vulnerabler Personen, meine Damen und Herren, beginnt und endet somit nicht mit Maßnahmen gegen SARS-CoV-2, sondern mit dem Verständnis der Problematiken von Infektionskrankheiten und wie man diesen begegnet. Genau das muss den Kindern unserer Gesellschaft beigebracht werden, damit sie zum einen ein gutes Immunsystem aufbauen und zum anderen genau wissen, welche hygienischen Maßnahmen sinnvoll sind und welche nicht. Da es uns im Winter an bezahlbarer Energie fehlt, kommt es für viele Bürger bei Temperaturen unter 19 Grad schlicht zu einer Steigerung der Anfälligkeit für Infekte und Erkältung. Ich denke, Herr Bellino, bei Ihnen wird es warm sein. Auch hier vor allem bei vulnerablen Gruppen, welche Sie ja vorgeben, schützen zu wollen. Aber Sie schützen mit Ihrer Politik niemanden. Denn die höhere Anfälligkeit für Atemerkrankungen wie Asthma bei niedrigeren Temperaturen, ebenso wie Atemwegsreizungen und Allergien durch Schimmelbildung in schlecht beheizten Wohnräumen, sind Resultat Ihrer Politik. Und da ist die CDU nicht von frei zu sprechen. Die ist für die Energiepolitik verantwortlich. Dieser Herbst wird somit, und ich würde mich darüber nicht freuen, Herr Bellino, sondern mich ärgert es, weil mich die Menschen und Bürger in unserem Land sehr, sehr betroffen machen, wie es ihnen geht. Dieser Herbst wird somit für die gesamte hessische Bevölkerung eine Herausforderung, die Sie mit Ihrer Basisschutzmaßnahmenverordnung nicht mal ansatzweise lösen.
Der letzte Satz. Wir können älteren Menschen nur raten, sich angesichts dieser Regierung hier in Hessen und auch der Ampel in Berlin buchstäblich warm anzuziehen. Vielen Dank.